Das Wort hat der Kollege Dr. Carsten Sieling von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte hat gezeigt, wie gemeingefährlich diese schwarz-gelbe Koalition für die Menschen in den Kommunen ist und wie für die Kommunen selber. Sie haben hier sich in aberwitziger Art und Weise, hingestellt und gejammert darüber, dass die Gewerbesteuer in der Tat Schwankungen aufzeigt. Sie haben aber nicht Vorschläge gemacht, wie sie stabil zu machen ist, wie sie zu stabilisieren ist, sondern Sie machen Vorschläge, sie weiter zu schwächen und zu unterlaufen. Damit machen Sie die Kommunen kaputt. Und ich bin sehr froh, dass wir als SPD diesen Antrag eingebracht haben, in dem, und darauf will ich gerne noch mal hinweisen, wir uns ausdrücklich hinter das sogenannte Kommunalmodell stellen. Das heißt, wir haben kein Verständnis dafür, dass diese Gewerbesteuer, so bewährt sie ist, den Handwerker mit Gewerbesteuern belastet, aber seinen Steuerberater und seinen Rechtsanwalt freistellt. Das geht nicht, das ist eine ungerechte Steuer. Man muss die Bemessungsgrundlage ausweiten. Das ist ein Vorschlag, das würde verstärken, das, was die Gewerbesteuer macht. Und das wäre richtig gewesen, dass Sie sich für sowas bitte einsetzen. Und so kommt man auch zu einem vernünftigen Konsens in der Kommission, die Sie aber, und das hat der Minister Kühl hier sehr deutlich gemacht, und ich will es noch einmal ausdrücklich wiederholen, die Sie von links nach rechts jagen. Die Bundesregierung setzt eine Kommission ein, und dann kommt ein Koalitionsausschuss, der ihr einen anderen Vorschlag macht. Das ist nicht Demokratie, das ist Koalitionsherrschaft, die Sie da ausüben wollen. Das geht nicht, meine Damen und Herren, das schadet den Menschen. Und darf ich in den letzten 12 Sekunden, die mir verbleiben, einen zweiten aberwitzigen Punkt ansprechen, den der jetzt in der Debatte schon nicht mehr anwesende Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Wissing, hier angesprochen hat. Dem ist das scheinbar nicht so wichtig. Er hat uns vorgeworfen, wir würden die Frage der Ausgaben nicht angehen. Meine Damen und Herren, es sind hier mehrere Argumente gekommen. Ich will es aber noch mal konkreter machen. In der letzten Woche ist hier der Haushalt beschlossen worden in diesem Haus. In der vergangenen Woche ist der Haushalt beschlossen worden. Die SPD hat im Haushaltsausschuss vorgeschlagen, die Kommunen bei den Kosten der Unterkunft mit 400 Millionen zu entlasten, bei der Grundsicherung im Alter mit 300 Millionen und vor allem die Streichung der Städtebauförderung zurückzunehmen. 1 Milliarde mehr für die Kommunen, meine Damen und Herren. Sie als Koalition, als Schwarz und Gelb, haben auch das abgelehnt. Auch da haben Sie die Kommunen geschwächt. Sie reden hier von der einen Sache und Ihre Taten sind völlig andere. Das ist nicht vertretbar. Ändern Sie Ihre Politik, machen Sie was für die Menschen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.